zeige euch jetzt noch einen alten Trick, wie man eine Zündspulendichtung reparieren kann. Also, hier haben wir das Problem, die Dichtung ist aufgequollen durch Öl und durchs Alter und passt hier einfach nicht mehr rein. Ja? Die meisten sagen ja, neue Dichtung oder neue Zündspule. Man muss aber nicht immer alles wegschmeißen. Man bedient sich jetzt einen einfachen Trick. Und zwar nimmt man jetzt, ja, kann man jetzt hier zum Beispiel ein bisschen kürzen. So, haben wir jetzt abgeschnitten. Jetzt hier hinten noch ein Stück abschneiden. So, haben wir sie gekürzt. Und jetzt versuche ich die hier wieder reinzufädeln. So. So. Passt rein soweit. Hier vorne noch minimal zu lang. Also kürzen wir die hier vorne noch um ein kleines bisschen. Nicht viel. So. Okay. Und ihr seht, es passt gut rein. Hier. Okay. Jetzt machen wir das ganz einfach. Und zwar nimmt man jetzt entweder Sekundenkleber oder zum Beispiel Ölwanddichtmasse auf Silikonbasis. Ja. Die ist ja schon ein bisschen älter. Richtig schöne Kacke. Und die hauen wir jetzt hier rein. In diesen Bereich. Da fliegt ein guter Klecks dran. Komm. So. Richtig schöne Kacke am Finger. Und jetzt machen wir das hier wieder. Hier machen wir auch noch einen Klecks hin. Wenn es hier auch ein bisschen am Spasten ist. So, hier, seht ihr? Hier drüben. Da ist sie nämlich gebrochen. Und jetzt fädeln wir die Dichtung hier wieder ein. So, vorne auch wieder einfädeln. So, schön die Dichtmasse hier verstreichen. Ja. Und jetzt können wir das ganze Zeug, das stinkt ein kleines bisschen, wieder ans Auto machen. Und dann ist wieder alles dicht.